Heute gibt es mein erstes Reparaturvideo. Es handelt sich bei dem Patienten um einen Grundig-DVD-Player, der von einem etwa 2 Meter hohen Gestell auf einen Holzfußboden gefallen ist. Das Geräusch beim Schütteln? Klar, irgendetwas ist zerbrochen. Der Lautstärkeregler lässt sich auch nicht mehr drehen. Schauen wir nach. Das ist das Gerät. Eine Schraube zum Öffnen des Gehäuses befindet sich im Batteriefach. Alle zum Öffnen des Gehäuses notwendigen Schrauben sind üblicherweise bei servicefreundlichen Geräten mit Pfeilen markiert. Ich entferne also nur die markierten Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher. Sind alle Schrauben entfernt, kann ich das Gehäuse mit einem Spatel öffnen. Diese Werkzeuge gibt es unter dem Namen Spatscher, preiswert bei eBay zu kaufen. Das ist deutlich angenehmer als mit einem Schraubendreher oder Messer ein Gerät zu öffnen. Okay, ein Blick in das Innere zeigt schon die ersten Bruchteile der Platine. Um mich zur gebrochenen Platine vorzuarbeiten, müssen zuerst einige darüber liegende Platinen entfernt werden. Dazu ist es am einfachsten, wenn ich die Lautsprecherbaugruppe komplett vom Gerät entferne. So, jetzt sind alle Baugruppen leichter zugänglich. Die Lautstärkereglerplatine ist noch versteckt. Liegt jetzt aber frei. Zur Illustration mache ich ein paar Bilder. Man sieht deutlich die zerbrochene Platine und auch das fehlende Eck daraus. Man sieht deutlich den Bruch, ein sehr flacher Bruch mit viel Überlappungsfläche. Das wird uns später noch zu Pass kommen. Ich entferne vorsichtig die Reste der Platine. Dieses kleinere Bruchstück und das größere Bruchstück, das den Lautstärkeregler trägt. Der Lautstärkeregler sitzt fest im Gehäuse. Ich muss ihn gewaltsam entfernen. Damit wäre der Knopf frei. Durch die großflächige Überlappung der Bruchkanten kann ich die Platine provisorisch mit Sekundenkleb wieder zusammenkleben.
was jetzt auch gleich passieren wird. Okay, die Platine ist geklebt. Ich versuche zu rekonstruieren, wie die fehlenden Leiterbahnen gelaufen sein müssen. Um diese dann im Anschluss gegen Kupferdrähte zu ersetzen. Das mache ich mit einem 25 Watt Lötkolben mit Bleistiftspitzer Lötspitze. Insgesamt sind drei Drahtbrücken einzulöten, um die zerbrochenen und teilweise auch verloren gegangenen Leiterbahnen auf der Platine zu ersetzen, damit beide Hälften der Platine wieder ordnungsgemäßen Kontakt miteinander haben. Ich überprüfe den Durchgang aller Lötstellen. Das sieht so aus, nicht sehr hübsch, aber alle notwendigen Verbindungen der beiden Platinenteile sind wieder vorhanden. Die Platine kann jetzt wieder eingesetzt werden. Ich fixiere die wiederhergestellte Platine vorsichtig und ohne, dass es Spannungen beim Verschrauben gibt, wieder an ihrem Ort. Hier war ein Draht im Weg, den habe ich etwas zur Seite gebogen. Dann müssen die vorher entfernten Baugruppen wieder zurück an ihren Ort und auch die Steckverbinder, die gelöst werden mussten, um das ganze Sandwich auseinanderzunehmen, müssen natürlich alle wieder zurück. Zum Schluss kommt die Lautsprecherbaugruppe wieder zurück an ihren Ort. Das ist der vorletzte Schritt, bevor die obere Platine wieder eingesetzt werden kann. Und wenn das passiert ist, können wir das ganze Gehäuse schließen. Bei der ganzen Aktion blieb genau eine Schraube übrig. Das ist guter Durchschnitt. Das Gerät funktioniert wieder wie gewünscht. Alle Funktionen sind noch da und auch der Lautstärkeknopf lässt sich wieder drehen. Er ist allerdings etwas schwergängiger, als man das normalerweise haben wollen würde. Okay, alles klar, geht wieder. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal ARE Research zu abonnieren und hinterlasst hier unten einen Kommentar.